Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Tomu Dazu Live. Im letzten Part haben wir ein neues Mii auf unserer Insel bekommen und wir haben eine schöne Opa-Darbietung von Fabi gehört. Und ja, jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter, wie es unseren Mies erstmal so generell geht. Und ich sehe schon, Michelle möchte spielen und damit fangen wir doch einfach mal an. Ich will spielen. Lass uns etwas spielen. Ebenbild von David. Okay, wir spielen. Let's go. Ja, spielen wir. So, Karten. Als Jungfer. Sie abwechselnd eine Karte. Wer zuerst einen Pärchen hat, der gewinnt. So sieht's aus. So, probier was. Ich nehme die Karte. Ah. Okay. Ja, gut, war klar. Ich hab bei sowas generell kein Glück. Irgendwie habe ich so den Eindruck. Das machen wir demnächst nochmal. So sieht's aus. Okay, okay, okay. Oh, Kosmetiktücher. Ja, perfekt. Was will man mehr, ne? So. Also, da waren dann noch erst weniger was, aber war so viel und geben. Aber es wird heute leider nur ein sehr kurzer Part. Ich wollte ihn unbedingt heute noch voraufnehmen, aber es muss leider so relativ bald wegdüsen. Deswegen wird der Part heute leider echt nicht so lang. Eigentlich hätte ich mir den auch erst nachher aufnehmen können, aber wusste, ich wollte das jetzt noch kurz machen. So, die geben mir eine gute Pizza, davon haben wir so viel. Pizza ist eh dein Lieblingsessen. Macht es Sinn, dass man das dann entsprechend weiter einfach füttert. Aber das findet sie nämlich echt lecker. Perfekt. Lecker, lecker. Pizza, Pizza. Ein kleines Dankeschön. Oh, Badeshette halten. Perfekt. Das nehmen wir doch gern. So, der nächste Part wird auch sehen verlängert. Das verspreche ich, sage jetzt zwar leise, bitte nicht böse sein, wenn es wirklich hier nur so ein kurzer 5-Minuten-Part wird, aber heute, wo es den noch aufnimmt, ist es halt einfach so stressig, ne? So. Also, Spongy, wie kann man dir helfen? Eine Paprika wäre jetzt echt lecker. Ah, du willst jetzt eine Paprika, verstehe. Aber wahrscheinlich haben wir gerade keine mehr. Doch, Tatsache. Hast Glück. Haben wir sogar ein paar davon. Nicht allen Leuten schmeckt der Paprika, ne? Die Sache hätte ich erst einmal gesagt. Also, wenn ich jetzt hier in-game sind, auch in Real Life, ich kenne wirklich einige Leute, die einfach Paprika nicht mögen. Aber auch immer. So, und du hast ein neues Level erreicht. Machen wir dem Crinsitz voll auf, komm. Auch du bekommst ein Lied. Oder nicht mal eine Ballade. Weil wir uns das nicht mal nur einmal anhören können, aber besser einmal als keinmal. Vielleicht schaffen wir sowas zweimal. So. Vielen Dank für deine Hilfe. Zum Dank sollst du das hier haben. Also, was gibt's zum Missersdank? Nehmen wir es hier, perfekt. So. Also, hau mal raus, das Lied hören wir uns jetzt an. Ich bin gespannt. Wie es die Ballade anhören wird. Insel, Liebende. Passt ein bisschen so Gizzy Island an meiner Insel. Ich bin gespannt, wie diese Performance hier wird. Du bist mein größter Schatz. Lass mich dein Darling sein. Nur du und ich in unserer kleinen Welt. Und ich bin dein Darling. Dem war es auch ein Groß. Auch bei solchen Performance, denke ich mal, sind immer die in Groß zeigt, ist irgendwie viel schöner. So, komm, einmal geht noch das Ganze. Diesmal singe ich mit. Also, direkt frei raus, los geht's. Ohne während, aber das wird perfekt werden, ich sag's wie es ist. Also, Inselliebende, die Ballade. Du bist mein größter Schatz, lass mich dein Darling sein. Nur du und ich in unserer kleinen Welt. Oh, so cringe, ey. Oh, ich bin dein Darling und du mein größter Schatz. Aber ist es auch real? Nein, es ist netto. Bist du mein Mii? Bin ich das Mii für dich? Okay, das wird. Bin ich das Mii für dich?
Crazy, crazy, crazy. Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Sag es ruf. Ui, 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 ui. Ja, das war doch mal auf jeden Fall ein Banger, ne? Anders kann man es nicht sagen. Das war ein Banger. So, also damit haben wir das Lied auch gesurft. Perfekt. So, und mit dem super, super Sönen-Lied und Spongys, ja, war es auch das alles schon wieder für Spongy Pentits. Perfekt, Spongy, weil ich es sagen. So, war es das auch wieder von dem Part von Tom und Dazzy Live. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich weiß, dass Marcus Wind, weil es darf ich nie vergessen. Ist ganz, ganz wichtig. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao! Thank you.